40 Faden, meine Freunde. Eigentlich sind es 41. Das mit den 40 halte ich für ein Gerücht. Für ein Gerücht. 40 Faden heißt dieses nächste Level, in dem wir gegen so manches Ungetüm kämpfen werden. Aber ich glaube und bin mir eigentlich relativ sicher dabei, dass das hier eines der leichtesten Level in diesem Run wird. Denn es gibt kaum etwas, was uns wirklich viel Leben nimmt, bis auf ein paar Meereskreaturen wie diesen Hai dort, die wir aber alle entweder ausschalten oder umgehen können. Ihn hier können wir zum Beispiel ausschalten, den nächsten können wir umgehen. So, zack. Haben wir ihn ausgeschaltet, er hat uns keinen Schaden gemacht, die Welt ist im Reinen. So, und was es in diesem Level auch noch gibt, sind getimte Sequenzen. Aber zum einen machen die uns keinen Schaden, also sie werden nicht durch die No-Madpack-Run-Sache schwieriger. Und zum anderen denke ich, dass ich mittlerweile mit der Steuerung und allem doch so vertraut bin, dass ich die mit Leichtigkeit hinbekomme, diese Sequenzen. Mal sehen, ob ich recht behalte. Gut, abgesehen davon, wollen wir hier um die Ecke ist, glaube ich, ein Hebel und uns folgt jetzt, glaube ich, sogar noch ein Hai oder zwei. Vielleicht auch ein Taucher, ich weiß es nicht mehr. Fakt ist auf jeden Fall, dieser Hebel öffnet eine Klappe, die da. Schön, dass sie mir direkt gegenüber lag. Ich mag sowas. Und in diesem Raum hier gäbe es Luft und diese versteckte Passage. Zack. Okay, ich glaube, hier ist jetzt ein Hebel, der das Wasser aus dem Raum rauslässt. Und ab diesem Moment dürften wir auch auf Gegner treffen. Aber ich habe nicht in Erinnerung, dass das viele Gegner sind. Und wirklich, die Gegner sind in diesem Level das geringste Übel. Das größere Übel sind manche Sprungpassagen, glaube ich. Nicht, dass sie schwierig werden, wirklich. Aber ich glaube, sie nerven sehr, wenn man das Level dann nochmal machen muss. Ich kann mir vorstellen, dass ich das hassen werde. Und genau deshalb hoffe ich, dass ich dieses Level vielleicht sogar so hinkriege, dass ich mit dem ersten Versuch schon goldrichtig liege. Warte mal. Ich glaube, hier spawnt ein Typ. Da! Nein! Okay. Was der Typ jetzt ebenfalls offenbart hat, was ich nicht mehr wusste, ist, dass da unten auch Typen sind. Ich wusste gar nicht, dass man diese Klappe öffnen kann, ohne reinzuspringen. Um ehrlich zu sein. Wir haben ein Hau drauf und ein Ballatoni. Der Hau drauf ist kein Ding. Der Ballatoni wiederum schien sich nicht zu bewegen. Er steht da hinten. Wenn ich jetzt hier rüberspringe, mich drehe. Boah, wie er getroffen hat. Was ist das für ein Scharfschütze? Okay, folgende Taktik. Der hat uns getroffen. Ich glaub's immer noch nicht. Wir nehmen die M16. Die hat nämlich die höchste Reichweite. Und hoffen, dass der Typ irgendwann mal darunter durchläuft. Wäre sehr nett von ihm. Hallo. Typ. Willst du nicht? Da ist er doch. Komm schon, Lara. Den siehst du. Ja, Musik. Ich weiß. Es ist gerade voll spannend. Und ich weiß, dass da das Secret liegt. Deshalb will ich auch noch nicht runterspringen. Er ist tot. Huh. Nerviger Typ an der Stelle. So, wir holen das Secret und dann speichern und laden wir, damit diese verdammte Soundproblematik sich erledigt. Speichern. Keine Ahnung, hierhin. Das ist mein neuer Soundbug-Slot. Übrigens, ich habe einen Hinweis bekommen. Ich hatte mich verzählt. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich jetzt gerade an dieser Stelle noch zwei Saves habe. Das stimmt nicht. Ich habe einen.
Ja, ich habe einen. Wenn ich jetzt speichere, habe ich 0. Wenn ich jetzt einen Drachen finde, habe ich 2. Aber ich habe nicht 2. So, wo wir das geklärt hätten. Ich weiß das also mittlerweile dank, ich weiß, ich glaube, das war Petruschka, der das geschrieben hatte. Die oder der. Ich weiß, kann mir das nie merken. So. Ein kleines Medipack. Danke auf jeden Fall für die Mühe. Hängen uns kurz daran. Ja, ich bin jetzt eigentlich nicht davon ausgegangen, dass wir hier überhaupt Schaden bekommen, um ehrlich zu sein. Aber auf der anderen Seite, das kleine bisschen sollte den Braten nicht fett machen. Sollte Lara nicht fett machen. Zack und zack. Lololol. Und lol. Eins meiner Hasslevel. Also, das hier ist für mich irgendwie der Inbegriff von einem. Das hier ist ein Secret. Der Inbegriff von einem Unterwasserlevel, weil er diese ganzen verworrenen Passagen und diese gleichförmigen Texturen überall hat, sodass man sich bloß nicht zurechtfinden möge. Ich hasse das. So, das sah cool aus. Ist mir echt gelungen. Ich muss mir da schon auf die Schulter klopfen. Ich bin ein krasser Typ. Zweites Secret. Lol. Und jetzt nicht drehen, sondern einfach in einem großen Bogen wieder zurückschwimmen. Die Meeresbewohner schwimmen, glaube ich, genauso schnell wie wir. Anders gesagt, sofern wir unsere Pfade nicht kreuzen, erreichen die mich nie. Vielleicht schwimmen sie doch ein bisschen schneller als ich und würden mich nach Jahren erreichen. Aber Fakt ist auf jeden Fall, das ist jetzt nicht unser Problem. So, hier um die Ecke ist eine Leiter, richtig? Ja, eine Leiter. Eine aufgemalte Leiter. Aber vom Gedanken her ja doch schon eine Leiter. Öffnet diese lustige Tür dort. Hier und dann rechts kann das sein. Ich kann jetzt nur von Erinnerung rekonstruieren. Aber ja, der lange Gang ist das. Das ist schon richtig. Yep. Das hier ist jetzt nämlich eins dieser Zeitspiele. Wir haben jetzt das Feuer dort deaktiviert. Da müssen wir jetzt hier raus, links. Ich glaube dann leicht links und direkt wieder rechts über eine Plane springend. Genau. Oh nee. Lara, der Hebel. Okay, öffnet eine Tür. Die Tür beim Secret. Also gehe ich mal rechts und zwar durch. Springe jetzt nach links. Wenn ich hier durchlaufe, ja, das war die kürzeste Route tatsächlich sogar, glaube ich. Oh Gott. So, wenn jetzt hier drin, das hier deaktiviert die hinteren Flammen. Und jetzt müssen wir die vorderen Flammen wieder deaktivieren. Der Counter ist ein bisschen kürzer. Ich glaube, der schnellste Weg müsste dann hier durchführen. Bin ich richtig? Ja. Ich glaube, wenn sie springt, ist sie auch schneller, als wenn sie nur läuft. Sprinten ist ja noch keine Option in diesem Spiel. So, ich habe da wertvolle Sekunden verloren. Ich hoffe, es reicht trotzdem noch. Wo muss ich jetzt hin? Ach ja, genau, hier raus, dadurch. Durch, durch. Oh, wir haben es geschafft. So, das war Timing Falle Nummer 1. Und hier ist auch schon Timing Falle Nummer 2, die ich lustigerweise einem Freund einmal spielen musste, weil er es nicht hinbekam. Die kriege ich aber, denke ich, auch hin. Man musste erst ganz nach oben. Okay, da ist der Hebel schon. Der Hebel öffnet jetzt nicht die Tür über uns, sondern die Tür unter uns. Und das ist teilweise echt knapp, wenn man dann geringe Luft hat. Ich glaube, wenn wir den Hebel unter uns drücken, also hinter der Tür ist so ein Hebel. Ich glaube, wenn wir ihn ziehen, spawnen auch Meereskreaturen in dem Tunnel. Und jetzt hoffen, dass ich mich gedreht habe. Weil hier ist das Secret. Ich habe keine Ahnung, ob man später wieder das Secret holen könnte, einfach. Ich glaube aber, es ist leichter, wenn man das Secret unter diesem Zeitdruck packt.
Weil man sich dann nämlich von oben nicht mit den Meereskreaturen auseinandersetzen muss, wenn man wieder nach unten schwimmen wollte. So, was hier? Ach, kann ich mich hier fallen lassen? Ich denke einfach mal. Ja, hier kommen jetzt die Schutträume und Fruchtalarm und so weiter und so fort. Fruchtalarm. Ich glaube, dahinter ist eine Kiste. Zweimal ziehen, dreimal ziehen. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich rate zweimal. Das ist sowieso falsch. Wobei ich glaube, es könnte sogar richtig sein. Auf jeden Fall, wie gesagt, ihr merkt es schon, wir schneiden durch dieses Level wie Butter, weil halt einfach zum einen ich ein viel besserer Spieler geworden bin und gleichzeitig die Challenges, die das eigentlich balancen, in diesem Raum keine Rolle spielen. In diesem Level, besser gesagt. So, all diese tollen Sachen sage ich gerade über mich. Und wir wissen alle, dass ich gleich irgendwie tot in der Ecke liegen werde. So, wir können jetzt wieder hoch. Weil wir es können, gehe ich davon aus, dass wir es müssen. Wir haben bestimmt oben jetzt irgendwas erreichbar gemacht. Ups. Oder haben wir jetzt auch. Nee, nach unten können wir nicht. Wir können nicht weiter nach unten als vorher. Also oben. Okay, wir hätten. Ach so. Ich glaube, wir müssen da drauf. Nervige Nachbarn. Das ist echt. Es ist schlimm manchmal. Also allein schon pechmäßig. Ja gut, so kann man sich der Nachbarn natürlich auch erwehren. Vor allem mir ist das dann auch immer unangenehm, wenn ich die Leute höre, denke ich so, die Leute hören mich auch. Und dann kann ich irgendwie nicht so offen reden wie sonst, was total absurd ist, weil ich jetzt gerade, ich, keine Ahnung, ich sage jetzt keine Sprengcodes auf, ne? Ich, nehme ja ganz normal diese Folge auf, aber naja. Irgendwie ist es mir dann immer unangenehm zu reden und. Oh, wir haben Leben verloren. Ist aber kein Ding, denke ich. War ganz wenig. Ja, wenn sowas passiert, hasse ich's. Ich komme mit allem zurecht, außer mit Sachen, die mich irgendwie verzögern. Das macht mich immer noch genauso aggressiv wie 2012. Daran hat sich nichts geändert. Okay, wir haben so eine Tür geöffnet, so eine Seitentür. Das kann nur die da hinten sein. Aber ich dachte, die da hinten ist der Fruchtalarmkorridor. Der Fruchtalarmkorridor. Ja, wir werden es sehen. Ist es der Fruchtalarmkorridor? Die werden es erleben. Ja, das ist der Fruchtalarmkorridor. Also, ich sollte jetzt auch schon gehen. Ha! Fruchtalarm besiegt. Ja, diesen Raum wollen wir praktisch füllen. Ah, jetzt ist da unten das offen. Genau, die Tür da unten ist jetzt offen. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Oder ist das überhaupt die Frage? Kommen wir da unten hin? Muss ich nochmal einen Hebel ziehen, der eine Bodenklappe öffnet, oder? Boah, es macht mich aggressiv. So, okay. Das ist frei. Ich könnte noch mal diesen Hebel da hinten ziehen, nur ich weiß nicht, was das bringen soll. Ob das was bringt, kurz gesagt. Jetzt, wo wir die Tür geöffnet haben, schütten wir so vielleicht Geröll durch den Gang. Irgendwie glaube ich nicht dran. Nee, das hat nichts geändert. Ups, was war das denn? Müssen wir jetzt vielleicht wieder nach oben? Kann das sein? Nach oben geht's an der Seite. Hier geht's nicht nach oben. Da ist irgendwie der Abstand zu groß. So. Also, ich wüsste jetzt nicht, wo wir jetzt hier rein könnten. Wir können da hoch. Da waren wir ja auch schon.
Da kommen wir her, da oben. Okay, ich probiere so nochmal da hinten hinzukommen. Habe ich schon erwähnt, dass der Soundbug gerade aktiv ist? Es fällt mir jetzt erst auf, weil das Lied einfach keins der nervigen Lieder ist. Ja, toll. Ich versteh's nicht. Also, wir haben jetzt die Tür da unten geöffnet. Muss auch aufpassen, dass ich nicht in meinen Tod stürze. Wäre ganz lieb an der Stelle. So, hier verlieren wir ein bisschen Leben, glaube ich. Fruchtalarm! Ja. Es hilft ja nichts. So. Beginnen wir das Level nochmal von vorne. Super! Verdammte Scheiße. Wisst ihr, es war dieses eine Mal in meinem Leben, dass ein Level in diesem Spiel relativ problemlos geht. Das war großartig. Das hat gewirkt wie irgendein Pro-Run. Und dann fällt... So. Okay, also im Prinzip dasselbe Spiel wie eben nochmal, nur ohne den Part mit dem in den Tod stürzen. Das lassen wir dieses Mal einfach nur aus Abwechslungsgründen. So, volles Leben. Es wäre schön gewesen, es einmal hinzukriegen. Weil ich glaube, hiernach wird das nicht mehr möglich sein. Naja, aber wir haben versagt. Ich habe versagt. Macht auch nichts. Wir durften den Stand ja, obwohl wir ziemlich große Distanzen überwinden, den Stand trotzdem relativ schnell wiederhergestellt haben. So, also unten rein hier. Da. Hier gibt es jetzt diese Stelle oben. Nicht verpassen. Und wenn man so früh nach oben geht, kann man auch direkt hier durchschwimmen und dann landet man mit genügend Luft hier. So. Hebelje. Da um die Ecke irgendwie. Da. So. Damit haben wir das Wasser reingelassen. Direkt die Schrotflinte auspacken, um dem Firlefanz-Typen gleich eine in die Fresse zu ballern. In die Fresse hinein zu ballern. Kann man hier vielleicht mit Anlauf... Nee. Ich hatte gehofft, dass man vielleicht da hoch kann, ohne sich hochzuziehen. Hätte Zeit gespart, aber letzten Endes spielen wir ja auch nicht auf Zeit. Insofern relativ egal. Nur wir spielen leider auf Ungeduld. Also ich habe den Ungeduld-Modus an. Und ich bin ein bisschen ungeduldig. Vor allem, weil ich... Wisst ihr, es ist sowieso schon alles so gleich und langweilig. Und jetzt nochmal, noch eine Runde so... Zack, tschüss. Und jetzt geht der Soundbug wieder los. Soundus Bugus Maximus. So, wir nehmen die Uzis. Diagonal drüber springen, direkt drehen. Ach, das, ich hätte ballern sollen. Komm schon, Lara, den siehst du doch. Das jetzt dein Ernst? Und was macht der? Okay, der ist doof genug. So, ich habe langsam die Theorie, dass man den Schrotflintentyp möglicherweise gar nicht so wirklich von hier oben... Was erzähle ich eigentlich für einen Schwachsinn? Also eben hat es ja auch funktioniert. Wir können vielleicht hier im Kreis gehen, beziehungsweise im Viereck... Einfach die ganze Zeit strafen. Und auf diese Weise unsere DPS maximieren. Zack, beide tot. Ich könnte jetzt... das würde Zeit sparen, aber ich muss runter, um die beiden Items zu sammeln. Okay.
Boah, die Musik wieder. Gerade die Harpunen könnten halt noch relativ nützlich werden für das nächste Level. Wobei, ich bin kein Freund von dem Unterwasserkampfsystem in diesem Spiel, aber manchmal muss man es halt tun, wie mit dem Hai am Anfang dieses Levels. Hätten wir den nicht erschossen, wäre der uns sehr auf die Nerven gegangen. So viel kann ich sagen. So, Leute. Glücklicherweise sind wir... Ach nee, ich dachte, wir wären jetzt schon wieder da. Okay, wir speichern und laden. Wegen des Sounds. Der bereits gesammelte goldene Drache ist übrigens verloren, weil das ja in der Zukunft liegt. Also, wir haben einen Safe, nicht zwei, wie man jetzt denken könnte. Das ist positiv, nicht Safe-Game-übergreifend. So, na... Okay, wir haben das Secret. Oh, der hat gebissen. Hätte der uns jetzt gebissen, hätte das, glaube ich, die Hälfte unseres Lebens uns gekostet, etwa. Es ist nicht genau die Hälfte unseres Lebens. Es ist wahrscheinlich eher so zwei Drittel. Aber auch all das nur aus Erinnerung. Also es könnte sein, dass ich euch totalen Schwachsinn erzähle und er in Wahrheit one-hittet, halte ich für unwahrscheinlich, oder ein bisschen weniger als die Hälfte abzieht. Ist vielleicht wahrscheinlicher. So unfair ist Core Design doch nicht. Okay. Also das Zeitspiel hier wieder. Lol. Dann hier so. Lol. Und dann. Lol, 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 lol. Dann lolen wir uns hier um die Ecke. Ein Sprung da rein. Zack, zack. Und der Hebel. Der deaktiviert jetzt wieder die erste Feuerplatte, sodass wir an den nächsten Hebel kommen. Ihr kennt das Spiel. Eigentlich könnte ich hier sitzen und einfach nur noch erzählen, was für ein erbärmliches Individuum ich bin, weil ich eben darunter gefallen bin. Ich glaube, es würde vielen Zuschauern auch besser gefallen. Ich hoffe mal, hier durch ist jetzt richtig. Hier durch dann rechts. Links dann. Och, Lara, komm schon. Komm schon, wir machen hier eine Challenge, ja? Du musst das ein bisschen... Was mache ich da? Du musst das ein bisschen ernster nehmen. Was ist das denn ernst? Lara, komm, ich glaube an dich. Du kriegst das hin. Was ist das? Was? Och Mann. Das geht nicht. Also ganz ehrlich, da das hier jetzt ein Bug ist, der uns tötet, also der uns bewegungsunfähig macht, werde ich den Soundbug-Safe einfach laden, weil... Naja, ich denke mal, niemand wird mir das übel nehmen an der Stelle. Das war ja nun offensichtlich ein Bug. Jetzt kann keiner kommen mit, nein, das ist nur eine schwere Stelle. Das ist so gedacht. Okay, zurück zum Thema. Ja, wir müssten jetzt das Secret wieder sammeln. Ja, Bugsafe. Bugsafe ist eigentlich ein schönes System. Wenn das Spiel rumbuggt, lade ich diesen Safe. Okay, wir haben keinen Schaden bekommen, das ist gut. Weil ich hätte jetzt, wenn ich Schaden bekommen hätte, nicht nochmal laden können. Dann hätte ich vielleicht von vorne anfangen müssen oder mit ganz wenig Leben das irgendwie noch hinbekommen müssen. Hätte ich nicht geschafft. Nein. Nicht nach einem Haibiss. Oder? Vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie stark die sind. Fakt ist auf jeden Fall... genau. Da lang. Wieso eigentlich? Der andere Weg wäre ja schneller gewesen. Ich hab vergessen, den Hebel zu ziehen. Ich bin der den Hebel nicht zieht.
So, runter da. Mir macht es ein bisschen Angst, dass ich leider immer noch nicht weiß, wo der zweite Raum dann wäre. Aber wir finden ihn schon. Und uns wird ja wohl kaum derselbe Bug nochmal widerfahren. Bug, sage ich schon. Das war ein Racheakt von Lara. Nicht mehr und nicht weniger. Zack. Das hat jetzt diese Tür geöffnet. Ich sehe, ist die nicht links, links? Nein. Okay. Sie könnte halt hier durch die Mitte durch und dann links, richtig? Rechts. Es wäre rechts gewesen. Och, hat sie sich jetzt wirklich geschlossen? War ich so langsam? Nein, hat sie nicht. Okay. Jetzt geht's auf Zeit. Wir haben die Hinternflammen deaktiviert. Die Hinternflammen. Hier vorbei. Nein! Nicht gegen Wände springen, Lara. Ich weiß, du findest die Wände geil, aber es ist kein Grund, sie direkt zu bespringen. So. Da um die Ecke ist es jetzt direkt, ne? Und jetzt kommt nochmal der Wasserabschnitt. Also, Wasserus Abschnittus, auch genannt von Wissenschaftlerrussen, Wissenschaftlern. Wissenschaftlerrussen. Schön. So, der Hebel. Ich bin kurz leiser, weil ich muss mich konzentrieren. Ihr kennt es ja. So, runter. Zack. Dann das Secret. Vielleicht wäre die andere Reihenfolge sogar noch schneller. Ich weiß es nicht. Weil man dann diese. Nee, eigentlich gibt es keinen Grund. Vermutlich ist beides gleich schnell. Oh. Okay, Leute, wir sind. Ja, das ist jetzt unglaublich motivierend, wenn ich das so sage. Wir sind wieder da, wo wir vor einer halben Stunde schon waren. Oh. An der rechten Seite runter. So, wie es jetzt dann weitergehen wird, weiß ich leider immer noch nicht. Hier ist auf jeden Fall der Fruchtalarmgang. Und hier ist das Kistchen. Kistchen. Deine Mutter zieht Kisten auf DSF, Lara. Wie ich noch extra Lara dahinter sage, damit alle wissen, dass ich nicht Hubert meine, weil das gerade so naheliegend gewesen wäre. Okay, wir ziehen an diesem Hebel. Was jetzt passiert, ist bekannt. Atomarer Erstschlag. Deine Knochen werden vom Wüstensand blank geschliffen. Deine Knochen werden vom Wüstensand blank geschliffen. Vom Wüstenwind, meine ich. Deine Knochen werden. Scheiße. Deine Knochen werden vollgeschissen. Vom Wüstenwind. Warte, das ist der Fruchtalarmgang, oder? Ja, das ist der Fruchtalarmgang. Ich finde, jedes Level braucht einen Fruchtalarmgang. Obwohl, wenn ich so drüber. Nein. 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 Je weniger Fruchtalarmgänge es gibt, umso besser. Da bin ich jetzt auch ganz offen, ne? Da kenne ich kein Pardon. Kenne ich kein Pardon. Da bin ich knallhart. Kein Fruchtsalat in meiner Umgebung. Heiße Fruchtsalate in deiner Umgebung so. Fruchtsalate? Ich meine Fruchtalarme. Ist ein kleiner Unterschied zwischen einem Alarm und einem Salat, oder? Alarm, Salat, Salat.
So, da mussten wir hinüberspringen. Oh, das war knapp. Aber ich bin natürlich so cool wie ihr und je und hab's hinbekommen. So, also meine Freunde, wir ziehen jetzt an diesem Hebel. Ja, er öffnet diese Tür und ich weiß bis heute nicht, wo diese Tür sein soll. Ich werde noch, nun. Wieso will ich eigentlich... Das ist eine gute Frage eigentlich. Wieso will ich immer durch diesen Hauptgang runter, wenn ich auch hier runter könnte, wo ich keinen Schaden bekomme? Es ist nicht so, als wäre das... würde das länger dauern. Und es ist auch nicht so, als würde es mich in einer unvorteilhafteren Position zurücklassen. So, was ist das jetzt? Ach, es gibt hier noch einen Raum. Derselbe Fehler wie im ersten LP. Okay. Das sind zwei Eingänge zu zwei Räumen, die über uns liegen. Und der zweite Raum, der über uns liegt, ist vermutlich der Raum, der im Rätsel mir eben gefehlt hatte. Oh, kann man da stehen? Ja. Ja. Was bringt mir das? Ach, da hoch. Es ist nicht ganz leicht, manchmal zu verstehen, was das Spiel von einem will. Ah, doch, ja. Ich erinnere mich. Die Seele. So. Nächster Schraubenzieher. Hebel. Schraubenzieher? Und dieser Hebel hat jetzt wahrscheinlich auch den Fruchtalarmgang entschärft. Hoffen wir es, ohne dabei in den Tod zu stürzen. Oder in die Tiefe zu stürzen, das wäre noch trauriger. Dann wären wir wieder im letzten Level. So, Fruchtalarmgang. Der ist da hinten. Auf diese hohe. Ein bisschen Angst wegen Fruchtalarm. Oh, danke. Warte mal, Statistiken. Ich höre Taucher. Ich höre Taucher. Ich gehe direkt wieder an Land. Vorher aber Statistiken. Wie sieht's aus? Okay, ich habe alle Secrets. Naja, es kann sein, dass wir diesen Taucher von hier oben nicht besiegen können. Heißt, wir müssten uns ein Taucher-Battle liefern. Solang's nur der eine ist. Lol. Scheiße. So, leider muss sie alle vier Schüsse nachladen. Und man kann selbst... nicht bestimmen, dass sie vorher nachladen soll. Okay, erster Taucher geschafft. Wir holen Luft. Nicht, dass sich die Tür dahinter uns schließt. Das wäre jetzt problematisch. Oder Problemastuhl, was auch immer euch lieber ist. Wie oft habe ich denn den Spruch eigentlich schon gebracht? Ich glaube, es gibt keinen, den ich häufiger gebracht habe. Abgesehen davon... Also... Och! Ist das jetzt... Nein! Okay, das war leider der Raum, in dem das Level geendet wäre. Wir haben ihn mit vollem Raum betreten, mit vollem Leben betreten und wurden dann durch den Boden zu Tode geschossen. Also nochmal das gesamte Level, aber das morgen. Bis dahin, ciao. Ja, Leute, entschuldigt meinen Rage-Quit. Also, ich finde es jetzt, um ehrlich zu sein, dramaturgisch ein bisschen witzlos, das gesamte Level nochmal durchzuspielen und es aufzunehmen. Und deshalb mache ich jetzt Folgendes. Ich lade den oberen Save, also den am Levelanfang, ganz normal, ne? Und ich werde spielen bis zu der Stelle, wo ich gestorben bin. Und da werde ich dann weiter aufnehmen. Bis gleich.
Wisst ihr, Leute, ich habe gerade drüber nachgedacht. Ich habe drüber nachgedacht, das zu machen, was ich euch erzählt habe. Aber dann hatte ich direkt im Kopf dieses Bild von irgendeinem Neunmalklug, der unter das Video schreibt: Zünde eine Fackel unter Wasser an. Nein, das war jetzt versehentlich. Der unter das Video schreibt: Hey, du hast doch bestimmt, während wir nichts gesehen haben, hast du doch bestimmt da einfach den Safe geladen und hast ab da weitergespielt. Du Morpheus. Du Satan. Satan. Ja, genau, das werden die Leute wahrscheinlich schreiben. Mehrheitlich. Und deshalb dachte ich mir, okay. Wir machen es nochmal. Wir spielen das gesamte Level nochmal. Aber dieses Mal weiß ich, welche Gegner mich dort erwarten. Und dieses Mal werde ich ihnen nicht eine so leichte Beute sein. Wisst ihr, es ist so, der eine Raum des Levels, den ich vergessen hatte, und zack, bin ich einfach tot. Zack, hauen sie mir ihre Pimmelpeitschen ins Gesicht. Von links, von rechts, noch nach, von unten, nach links, nach rechts, nach unten, jeweils. Wobei von unten nach unten eigentlich relativ sinnlos ist. Nee, das geht. Das sind meine Abozahlen. Nein, Quatsch. Relativ sinnlos ist, was ist denn relativ sinnlos, Marco? Du, deine Existenz, deine gescheiterte? Nee, dieses Level. Beziehungsweise die Tatsache, dass ich es nochmal machen muss. Wieso musste ich sterben? Ich weiß es nicht. Alle müssen mal sterben. Ja, aber doch nicht dort. Wurms. Regt mich auf. Ich raste aus. Ach, Mann. Ups. War das schlecht? Nee. Eigentlich glaube ich sogar schneller, wenn sie jetzt nicht diesen Bodyslam gegen diese Kiste gemacht hätte. Ja, damit ist sozusagen das gesamte letzte Video oder der gesamte Rest dieses Videos, keine Ahnung, wie ich es mache. Optional. Nur das verrate ich euch nicht vorher, weil dann guckt ja eh keiner. So, der Typ ist tot, hat noch ein paar Schrotflintenpatronen in seinen Nacken bekommen. Lecker. Wir greifen zur Nordsees, haben jetzt diese beiden lustigen Typen. Yay! Aber ich habe jetzt eine Taktik. So, das war der. Und jetzt einfach strafen. Ganz blind und dämlich einfach entlang strafen. Wieso hat er gerade geschossen? Hat er durch den Boden geschossen? Er schießt durch den Boden. Okay. Schon klar. Also die Anzahl an NPCs, die durch den Boden schießt, wird immer größer. The number of NPCs shooting through the Boden is too damn high. Okay. Wollen wir diesen Glatzen Medipack jetzt nehmen? Diesem Glatzentypen sein Medipack jetzt wegnehmen. Ich brauche die Harpunenmunition, die der andere fallen lässt. Nur es sieht fast so aus, als wäre er durch den Boden gedroppt oder so. Ja, lustig. Also kann ich jetzt praktisch nochmal neu anfangen, weil der Gegner mit der Harpunenmunition durch den Boden gefallen ist. Ist das dein verdammter Ernst? Ist doch nicht dein verdammter Ernst. Ich glaube, das Spiel meint das ernst. Alles klar, dann muss es ohne Harpunenmunition gehen. Ich meine, was soll ich machen? Ich kann ja schlecht ihm durch den Boden folgen. Wobei ich bestimmt auch das sehr leicht hinkriegen würde. So, wir speichern. Wegen Soundbug und so. Und laden.
Während wir uns hochziehen. Sehr gute Idee. Abel! Einfach nur aus Fun. Ach nee. Ich will auch da durch, Lara. Was? Die Tür ist gerade zugegangen. Das ist letztes Mal irgendwie nicht passiert. Nee, nee. Nee, hi. Nee, nee, nee. So nicht. So nicht. Sie klauen mir meinen Honig, aber so nicht. So. Da haben wir wieder drin. Und der Spaß geht weiter. Yay. Wow, coolster Sprung ever. Wenigstens wissen wir dieses Mal, was uns erwartet und was wir tun müssen. Wir haben einen Schrotflintentreffer abbekommen. Hoffentlich nicht so schlimm. So. Zack. Und zack und zack. Warum habe ich mir das alles eigentlich angetan? Ich weiß es nicht. Irgendetwas ist doch mit meiner verdammten Persönlichkeit kaputt. Kann da nicht mal ein Techniker drüber gucken? Es sind so ein paar Schaltkreise durchgebrannt hier. Das Vernunftsystem ist völlig im Arsch. Also wörtlich. War mir jetzt auch zu ekelhaft, das wieder rauszuziehen. Ah. Hier. Links jetzt aber. Nee, rechts, du Idiot. Selber Fehler wie eben. Ist das nicht die Definition von Wahnsinn? Immer dasselbe zu tun und zu denken, dass plötzlich das Ergebnis anders wird? Ja, falsch gelaufen. Super. Komm schon, komm schon. Ich pack das. Danke. So, jetzt beginnt der eigentliche Zeitdruck. So, hinteres Feuer ist aus. Vorderes Feuer ist Shortcut hier durch. Das ist mir noch nie passiert. Okay, hier durch und dann noch ein bisschen schneller. Ich vermisse auch ein bisschen das Sprinten. Mit Sprinten wäre es hier, glaube ich, ein bisschen cooler. Wobei, nee, dann würden sie es erwarten. Das heißt, das Timing wäre noch wichtiger. Die Zeit wäre noch knapper bemessen. Ich glaube, ich finde es ganz gut, dass man nicht sprinten kann. So. Zack. Jetzt kommt der freundlich lächelnde Fisch. Ja, genau. Genau. Genau, Lara. Noch mehr unnötiger Schaden. Unnötiger Schaden, den finde ich total super. Ich feiere das immer. Scheiße. Okay, ich merke, wie meine Konzentration geringer wird. So, runter. Na. Ich will eigentlich nicht auf den Drachen verzichten. Okay, jetzt, das wird das Knappeste, was es jemals war. Knapper, als es jemals war. Oh, danke. So, und jetzt kommt unser Lieblingsraum nochmal. Yay. Zack. Runter dort. So, ich glaube, hier geht's dann erstmal direkt komplett runter und dann verschieben wir diese eine Kiste und dann können wir da hoch und dann, ihr merkt, ich kann's langsam auswendig, ne? Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, wenn man ein Tomb Raider Level auswendig kann. Ich weiß nur, dass der Weg, der mich dazu geführt hat, mich ein bisschen nervt. Mich ein bisschen aggressiv macht. Vielleicht sogar mein Vertrauen
die Menschheit ein bisschen eingeschränkt hat, weil ich mir denke, wer entwickelt denn sowas? Dann fällt mir aber wieder ein, dass ich mir selbst diese Challenge aufgebürdet habe und dann ist alles wieder in Ordnung. Zumindest mit dem Vertrauen in die Menschheit, nicht mit dem Vertrauen in sich selbst, aber das ist ja eine andere Sache. Dafür werde ich auch nicht bezahlt. So. Da können wir hoch und dann machen wir direkt die Sache hier. Also hier einfach hoch. Damit wir Wasser in den Fruchtalarmraum kriegen. Der Fruchtalarmkorridor. Der heilige. Für das heilige Fruchtalarm. Für die Menschen. So, Fruchtalarm hergestellt. Ja, Fruchtalarm hergestellt. Auch die zentrale Steuerungseinheit meines Gehirnsalats, meines Gehirnjoghurts, liefert diese Daten an mich weiter. So, hier. Falsch. Falsch. Ich kann doch bestimmt zurück, oder? Ich bin richtig. Ich bin richtig. Ich muss da wieder hoch. Und hier müssen wir jetzt nochmal kurz hoch und dahin. Genau dahin. War jetzt, glaube ich, falsch. Ich glaube, wir müssen eigentlich eher hinter mich. Ne, geradeaus. Geradeaus. Da oben hin. Genau. Zack und zack. So, und dann können wir in den Fruchtalarmkorridor steigen. Und von da an kennen wir das ganze Gedöns ja bereits. Ich habe alle Secrets. 12 Minuten, hui. Wir sind schneller als letztes Mal. So. Runter da und am besten einfach gesamt runter. Also ganz runter. Wir nehmen den sichereren Weg. Das sah nicht sehr sicher aus. ja, die Bugs. So, links, genau. Ist auch der schnellere Weg tatsächlich. So. Die Musik im Hintergrund ist so beruhigend. Man hat auch gar nicht das Gefühl, dass die Welt gerade endet. Kennt ihr das Gefühl? Dagegen gibt's nichts von Ratio Farm. So. Okay, den hätten wir gepackt. Direkt wieder Luft holen. Und direkt das krasseste Geschoss auswählen, das wir haben. Aufgrund der Nähe hätte ich jetzt fast gesagt, die Schrotflinte, aber ich glaube, die Uzzis töten schneller. Und jetzt wird es wichtig sein, direkt an Land zu gehen und die Typen abzuballern. Und wenn ich dann sterbe, dann mache ich es offscreen wieder. Oh. Oh. Okay, okay. Ich bin sehr glücklich gerade. Wir haben anscheinend das Schlimmste hinter uns gebracht. Könnte auch sein, dass das hier schon das Ende des Levels ist. Des Levels bitteres Ende. Oh, da wären auch nochmal Harpunen. Ich bin ja ein großer, großer Freund von Harpunen. Und ich glaube, hier ist auch die Location, wenn man das Harpunengewehr vorher nicht gesammelt hat, liegt es dort. 40 Faden. Krass. Also Leute, wir haben das Level in 14 Minuten 36 geschafft. 3 Geheimnisse gefunden, 8 Gegner besiegt. 0,0 Medipacks. Geistige Entfernung ist viel höher als dort angezeigt, kann ich euch sagen. Und hier speichern wir mal.
Ich glaube. Wir haben jetzt übrigens zwei Save. Wir hatten einen Save im letzten Level, haben einen Drachen gefunden und nicht gespeichert, haben also zwei Saves. Das Wrack der Maria. Wo habe ich jetzt was beendet? Nein. Das Wrack der Maria Doria. Ich glaube, das Video geht schon lang genug. Bis zur nächsten Folge. Ciao.